sind halt alle Lieder ein bisschen wahr und ein bisschen glauben. Und das folgende Lied handelt eigentlich über einen Zukunftstraum, den ich habe, dass ich halt auch irgendwann mir leisten kann, eine Holzhütte in den Alpen zu kaufen und dort halt immer am Wochenende herumzustrawanzen oder vielleicht dann, wenn ich nicht mehr hackeln muss. Viele würden ja bezeichnen, musizieren ist nicht hackeln, aber da scheiden sich die Geister. Dass ich halt dann da oben hocke in meiner Holzhütte, ein Pfeiferl rauche, der Freundin das Handel halt und wir halt den Vögel beim Zwitschern zuschauen. Das ist eigentlich der Grund, wieso ich das Lied geschrieben habe, aber die Idee ist gekommen aus einem ganz anderen Grund. Ich und mein Bruder, er ist heute anwesend, worüber ich mich sehr freue. Wir sind früher halt das kleine Buben auf die Bahn um und umgereiht, wie das so viele Burschen dann. Das hat uns immer Vollgas getaugt, besonders beim Großvater, der zu einem Altbestand Apfelbaum kommt, dass er mal um und umkupft wie die Deppen. Und eines Tages waren wir eingeladen bei der Familie Wanzenböck in Buchberg. Und wie viele wissen, ist in Buchberg oft ein bisschen länger regnerisch als da bei uns heraus. Und wir sind dort gewesen bei einer im Garten und es war überall noch so Tau und alles feuchtelt und so. Und wir aber haben uns nichts gepfiffen und sind halt da auf den Bäumen herumgekraxelt. Und das ist halt dann leider passiert, ganz wie relativ weit oben war auf den Apfelbaum, bin ich ausgerutscht. Danke, Nina. Bin ich ausgerutscht und bin nicht bis am Boden gefallen, weil da war so 30 cm weiches Moos gewesen, sondern so ein schöner Oberschenkel, dicker Ast hat mir einen Meter vor dem Boden aufgefangen, zwischen Haxen. So krach, eine. Dann hängst du im Baum, als Kind, weißt eh nicht, wie der Geschichte, auf einmal ist da halt ein bisschen schlecht oder so, und dann hast du gedacht, okay, jetzt ist die Hosen rot, was mache ich? Die Mama hat schon irgendwas gesagt, wenn die Hosen rot wird. Ah nein, das hat es der Schwester erzählt. Das ist wieder was. Ganz egal, auf jeden Fall ist mir schlecht geworden. Und der alte Wanzenböck oder der junge Wanzenböck, ich weiß es nicht mehr, irgendeiner war bei der Rettung und der hat halt gesehen, dass ich da schwer verletzt bin im Genital und ist ja beigeeilt mit so einer Alufolie und ich mir gedacht, was macht er? Also einpacken, was irgendwie geht, nehmen wir mit heim, den Rest lassen wir und dann Apfelbaum liegen oder was. Später ist mir erzählt worden, aber das ist erst 10 Jahre später, dass das so eine sterile Folie war, dass man nicht die Ameisen in die Eier kräuen quasi. Das hat aber gut geholfen, der Papa hat mich ins Auto gehauen, wir sind reingefahren nach Neunkirchen, Rettung, Notaufnahme, alles drum und dran. Ich habe einen Lutscher gekriegt, der Arzt hat 2 Stiche gemacht beim Sackerl, prack, prack. Und was ist passiert? Nix, alles wieder gut gewesen. Papa bin ich auch geworden, also es ist, man braucht sich keine Sorgen machen. Ganz sicher bin ich mir nicht, ob man das Nabel noch sieht. Ich schaue manchmal, aber gut, das würde vielleicht zu weit führen. Ja, das war eigentlich schon die Geschichte. Also so eine Apfelbaum-Geschichte mit schlechtem Hintergrund, aber mit der Zukunftsvision, dass alles einmal leimend wird. Starten wir das Lied Apfelbaum. Von meiner Hitten, ganz aus Holz und um mich um und um, da wächst der Wald. Ich rauch die Pfeife von Opa, die hat er mir geschenkt und es gibt wirklich nichts, was mich erlebt. Von meiner Ruhe, die ich daher heroben hab, und ich bleib da hocken den ganzen Tag. Und ich träum, ich gleich auf ein Opfer.
Wiese riecht herrlich auf Estragon. Und nicht weit weg sehe ich den Gipfel, den ich gut kenne, weil ich schon die letzten 10 Jahre da aufgeregt. Das ist mein Berg, das träume ich wirklich so über den. Seine Steine kannst du mir alles tun, wo ich dran. Ich greife auf einen Apfelbaum. Auf einmal zieht ganz schwarze Wolke an. Der Herrgott ist ein schöner, nicht gut dran. Es blitzt und donnert, dass ich die Beuge bin. Ich hoffe, das Wetter wird bald werden ziehen. Kurze Zeit später weißen die Wolken auf. In mir steckt die Thermik, ich bin super.